Darf der sechsfache Vater Elon Musk und die Sängerin Grimes ihr Kind XAA12 nennen? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute möchte ich die Frage klären, darf Elon Musk seinen Sohn XAA12 nennen? In den letzten Tagen ist es sehr viel um die Welt gegangen, dass Elon Musk sein Kind XAA12 nennen will. Denn am 5. Mai 2020 ist sein neugeborener Sohn auf die Welt gekommen. Das ist insgesamt Elon Musk sein sechstes Kind, der erste Sohn trotzdem von der Sängerin Grimes, seiner aktuellen Freundin. Jetzt fragen wir uns natürlich, was genau bedeutet der Name XAA12? XA steht für die unbekannte Variable, also quasi X. Also dieses X besteht für die unbekannte Variable. A, also dieser Buchstabe AE, steht für Liebe und für künstliche Intelligenz. Und A12 ist der Vorläufer von der SR-71, das Lieblingsflugzeug der beiden. Das A steht außerdem für Archangel und das ist das Lieblingslied der beiden Eltern. Jetzt stellt sich die Frage, darf Elon Musk überhaupt sein Kind nach einer Variablen, nach künstlicher Intelligenz und seinem Lieblingsflugzeug nennen? Die ganz klare Antwort auf diese Frage ist nein. Denn in Kalifornien darf man sein Kind nur nach den 26 Buchstaben im englischen Alphabet nennen. Also man darf keine Variablen, man kann keine Buchstaben und keine Symbole benutzen. Das heißt, das floppt auf jeden Fall der Name des Kindes. Jetzt ist natürlich gespannt, wie das Kind dann wirklich heißt. Vielleicht startet Elon Musk hier mit einer großen Revolution und in Zukunft werden mehr Kinder nach solchen Symbolen und Namen genannt. Man weiß es leider nicht. Vielleicht nennt Elon Musk und seine jetzige Freundin das Kind trotzdem so und nur im Ausweis steht was anderes. Bisher weiß man noch nicht mehr. Auf jeden Fall darf er amtlich sein Kind nicht so nennen. Jetzt stellt sich die Frage, war das jetzt ein Promo und ein Marketing-Move, um wieder sehr viel Masse auf den Tesla-CEO Elon Musk zu lenken und mehr Verkäufe zu machen? Oder war das eine ernst gemeinte Namensnennung? Das weiß man alles nicht. Trotzdem halten wir uns die Augen offen für die Zukunft, um zu sehen, was noch alles auf uns zukommt.